Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. Im vergangenen Jahr durfte ich euch ganz stolz unsere ersten 4 eigenen Apfelsorten präsentieren. Dieses Jahr sind wir noch ein Jahr reicher an Erfahrung, haben noch mehr Informationen zu den Sorten gesammelt und deswegen gebe ich euch heute ein Update, wie es mit unseren schorfresistenten, sehr lange lagerfähigen Sorten Vanessa, Sissi, Festina und Brillant aussieht. Viel Spaß! Gezüchtet wurden all diese 4 Sorten von Josef Bujola, einem Freund von uns, in dessen Anlage ich mich auch gerade befinde, wo nämlich all diese Sorten schon mehrere hundert bäumeweise gepflanzt wurde und wo wir einfach schon die längste Erfahrung hier sammeln konnten. Ich stehe jetzt gerade vor Bäumen der Sorte Vanessa. Vanessa hat die Elternsorten Topaz mal Goldrush und mit der einen Elternsorte Topaz möchte ich sie jetzt etwas vergleichen und die Unterschiede aufzeigen. Vanessa kann entweder kurz vor oder mit der Sorte Topaz geerntet werden. Das ist bei uns auf unserem Standort circa Ende September bis Anfang Oktober. Vanessa hat im Vergleich zu Topaz deutlich weniger Säure, ist milder und süßer im Geschmack. Das Aroma von Vanessa, das ist fast einzigartig, würde ich sagen, denn das geht schon richtig ins Parfümierte, wirklich Duftige hinein und ist definitiv auch ein Alleinstellungsmerkmal von Vanessa. Die Schale von Vanessa, die ist typischerweise etwas geflammt, das heißt, sie ist nicht verwaschen, wie es zum Beispiel die Topaz-Selektion Red Topaz ist, sondern eindeutig gestreift. Ich finde es wirklich geflammt, sogar noch den besten, treffendsten Ausdruck für diese Schalenfarbe. Sonnenseitig ist sie intensiv rot gefärbt. Wenn die Rückseite weniger gut besonnt ist oder zum Beispiel unter Blättern, dort ist sie intensiv gelb. Vanessa blüht mittel und ist im Vergleich zu ihrer Elternsorte Topaz deutlich frostfester. Denn im heurigen Jahr hat man bei Topaz wieder ganz häufig gesehen, dass diese Sorte einerseits zu geringen Erträgen in Spätfrostjahren neigt, aber auch sehr anfällig für Frostzungen ist und die vermarktbaren Früchte, der Anteil an vermarktbaren Früchten geringer ist als bei anderen Sorten. Diese Probleme konnten wir jetzt bei Vanessa nicht beobachten. Sie hat sowohl stabiler im Ertrag abgeschnitten, als auch eine bessere Fruchtqualität. Bei ihr ist einfach weniger Verarbeitungsobst angefallen, als das bei der Elternsorte der Fall ist. Den idealen Pflückzeitpunkt habe ich ja schon angesprochen mit oder kurz vor Topaz. Man kann Vanessa früher ernten als Topaz, weil sie deutlich milder ist und einen hohen Zuckergehalt hat und auch schon als sehr feste Frucht einfach schmeckt und nicht sauer ist. Wir würden aber Vanessa gleichzeitig mit Topaz ernten, weil dann die Schalenfarbe einfach noch attraktiver, intensiver rot wird und das bei Vanessa nicht zu Lasten der Lagerfähigkeit geht. Das hat sich im letzten Jahr in unseren Lagerversuchen ganz klar gezeigt. Vanessa ist ein wirklich fester, knackiger Apfel mit einer exzellenten Lagerfähigkeit, noch besser als Topaz. Auch wenn man Vanessa 7 bis 14 Tage nach Topaz erntet, geht das nicht so sehr zu Lasten der Lagerfähigkeit, wie das bei anderen Sorten der Fall ist. Und die Früchte hängen einfach sehr stabil am Baum und neigen nicht zum Abfallen. Ein Kritikpunkt an der Sorte Vanessa, der ist vielleicht die Bereifung. Vanessa hat hier eine intensiv helle bis leicht ins Bläulich gehende Bereifung. Vielleicht hat diese auch einen Einfluss auf diese sehr gute lange Lagerfähigkeit. Diese Bereifung ist nicht so attraktiv wie bei Sorten, die das vielleicht weniger haben oder einfach in einem anderen Farbton. Außerdem ist Vanessa sicher nicht so intensiv im Verzweigen wie zum Beispiel die Standardsorten Jona Gold oder Golden Delicious. Vanessa garniert sich nicht ganz so leicht, was sie vor allem in der Baumschule jetzt zu einem etwas schwierigeren Baum macht. Diese Nachteile, die nehmen wir bei Vanessa aber sehr gerne zugunsten ihrer Vorteile in Kauf und
Da komme ich jetzt auch noch zur wichtigsten Erkenntnis, die wir im vergangenen Jahr gesammelt haben. Und zwar hat sich Vanessa als allergikerfreundlich herausgestellt. Wir haben mehrere Freunde, Bekannte in unserem Umfeld, die teilweise mit starken allergischen Reaktionen zu kämpfen haben, wenn sie Äpfel essen und darunter wirklich leiden, weil eigentlich ein Apfelkonsum nicht möglich ist. All diese Freunde und Bekannten haben im vergangenen Jahr Vanessa probiert und auch vertragen und haben regelrecht von einer neuen Lebensqualität gesprochen, weil sie endlich wieder Äpfel essen konnten, was sie teilweise jahrzehntelang schon nicht mehr gemacht haben. Und auf andere Äpfel, wie zum Beispiel einen Golden Delicious, wie zum Beispiel einen Jonagold, die wir parallel dazu nur in kleinsten Mengen verkostet haben, haben sie aber sofort wieder allergische Reaktionen bekommen und konnten diese weiterhin nicht essen. Vanessa haben sie teilweise sogar mehrmals am Tag probiert und keine Reaktionen gezeigt. In ihrem Gesamtpaket würde ich Vanessa als hervorragende Sorte für den Hausgarten und auch für die Direktvermarktung beschreiben. Es gibt aber auch schon Anlagen, die für die große Produktion bestimmt sind. Bei Vanessa ist jetzt fast ihr größter Nachteil, dass leider momentan einfach nicht genügend Pflanzmaterial vorhanden ist. Wir könnten hier massenhaft Edelreiser dieser Sorten schneiden, allerdings sind diese nicht garantiert virusfrei und das Aufbauen dieser Sorten mit virusfreiem Material braucht noch etwas Zeit. Wir machen garantiert aus jedem Auge, das wir bekommen können, einen Baum. Allerdings sind wir mit Vanessa für die heurige Pflanzsaison November 2021, März 2022 bereits vollständig ausverkauft. Frühzeitiges Vorbestellen macht auf jeden Fall Sinn. Kurz nach Vanessa wird die Sorte Sissi reif. Sissi hat als Eltern Krips, Pink und Reika und ist, was die Fruchtgröße betrifft, etwas kleiner als Vanessa, ist nur mittelgroß. Vanessa würde ich als mittelgroß bis groß einstufen. Sissi ernten wir Anfang Oktober, denn bei ihr warten wir so lange zu, dass sie wirklich einen Orangeton in der Ausfärbung bekommt. Das macht sie nämlich sehr attraktiv im Erscheinungsbild. Wenn Sissi zu früh gepflückt wird, dann fehlt dieses Orange in der Farbe und der Apfel wirkt ganz anders. Sissi ist ebenfalls sehr gut lagerfähig und schorfresistent wie alle diese vier Sorten. Ist die wahrscheinlich intensivste im Geschmack, denn sie hat sowohl einen hohen Zuckergehalt als auch Säure. Und dieser intensive Geschmack, der aber nicht wie bei Vanessa parfümiert, sondern eher klassisch Apfelaroma ist, der kommt sehr, sehr gut an. Der mittelgroße Apfel hat einfach eine freundliche Optik. Alles, was gut besonders ist, hat diesen Rot-Orangeton. Hinten die Rückseite, die ist gelb ausgefärbt, aber auch mit einem attraktiven Sonnengelb. Bei Sissi ist es so, dass die Erträge sicherlich nicht so hoch sind, wie zum Beispiel bei Brillant, Festina oder den Standardsorten wie Jonagold oder Golden Delicious. Ganz einfach, weil die Fruchtgröße kleiner ist. Trotzdem ist Sissi sehr stabil im Ertrag und hat sich auch heuer als frostfester herausgestellt als zum Beispiel Topaz. Und auch was Schalenfehler wie zum Beispiel Frostzungen betrifft, hat Sissi deutlich besser abgeschnitten wie Topaz, der doch die Hauptsorte im biologischen Anbau ist. Was die Allergikerfreundlichkeit betrifft, da verhält es sich ähnlich wie bei Vanessa. Auch Sissi haben wir vielen in unserem Bekanntenkreis zu kosten gegeben und auch Sissi wurde gut vertragen. Allerdings nicht so wie bei Vanessa, dass alle Leute positiv reagiert haben, sondern einige haben bei Sissi leichte Reaktionen gespürt. Trotzdem war es eine gewaltige Verbesserung zu allen Standardsorten wie zum Beispiel Golden Delicious, Jonagold, Topaz etc. Sissi macht uns einfach Freude in der Direktvermarktung und auch für den Hausgarten finde ich sie eine wirklich hervorragende Sorte. Die Produzenten, die hohe Tonnagen, hohe Hektarerträge wollen, die werden sie mit Sissi eher nicht erreichen. Im Ertrag ist sie ganz einfach nur mittel einzustufen. Wenn man sich den Wuchs von Sissi anschaut, dann ist der eher schwach, sehr schlank, wächst fast ein bisschen säulenartig oder kann mit sehr wenig Schnitt ganz schlank fast schon als Säule
gehalten werden. Auch das ist wieder etwas, was ich für den Hausgärtner als sehr positiv einstufen würde und für diesen Bereich die Sorte einfach wirklich interessant macht. Die dritte Sorte im Bunde, das ist die sehr, sehr großfruchtige Festina. Festina hat als Eltern Reika mal Crips Pink und überzeugt durch ihre großen Früchte, durch den sehr hohen Ertrag, durch ihr Ertragspotenzial und durch die attraktive rote Ausfärbung. Festina ist unserer Meinung nach eine sehr interessante Sorte für den Erwerbsobstanbau, genauso wie die gleich noch folgende Sorte Brillant. Sie unterscheiden sich in Fruchtgröße und Fruchtform nur sehr wenig, allerdings eindeutig in der Schalenfarbe. Festina ist etwas dunkler rot gefärbt, Brillant geht mehr in das rosa-pinke hinein. Festina ist sehr gut schorfresistent und auch sehr lange gut lagerfähig. Allerdings haben wir bei ihr auf diesem Standort, auf dem ein minimalistisches Pflanzenschutzprogramm gefahren wird, in den letzten beiden Jahren immer wieder Mehltautriebe gesehen. Diese würde ich im Erwerbsobstanbau, auch im Bioanbau, als nicht problematisch einstufen, weil man das vor allem im Bioanbau mit den meist standardmäßigen Schwefelkalkbehandlungen sehr gut in den Griff bekommt. Festina ist in der Frostfestigkeit als Mittel einzustufen, deutlich besser als es zum Beispiel ein Topaz ist, denn der ist auf diesem Standard zur Hälfte erfroren und hat einen sehr geringen Ertrag. Und bei den Topaz-Äpfeln, die hier jetzt noch verblieben sind, haben wir noch ein Problem mit vielen Frostzungen. Bei Festina ist es so, dass zwar der Behang sehr gut passt und auch die Tonnagen passen, allerdings vereinzelt Frostzungen auch auf den Früchten zu sehen sind, was wir zum Beispiel bei Brillant, Vanessa und Sissi nicht sehen. In ihrem Gesamtpaket würde ich Festina aufgrund ihres sehr hohen Ertragspotenzials, der super Fruchtgröße, der schönen Ausfärbung, der Schorfresistenz und der Lagerfähigkeit als sehr interessante Sorte für den Erwerbsobstanbau einstufen. Mehltau soll an dieser Stelle aber nochmal erwähnt sein. Hier ist sie einfach normal anfällig und nicht resistent. Und auch die Frostfestigkeit von dieser Sorte ist mittel. Auch dieses Jahr mache ich wieder den Abschluss bei unserer Sorte Brillant. Diese hat als Eltern Orion mal Crips Pink und überzeugt ganz einfach durch ihre enorme Fruchtgröße, durch ihren sehr stabilen Ertrag und durch ihre sehr schöne Ausfärbung. Die ist nämlich nicht dunkelrot, wie es zum Beispiel bei Festina ist, sondern geht eher mehr in das Pinke, ins Rosane hinein und unterscheidet sich dadurch. Das Ertragspotenzial von Brillant, das ist sehr, sehr groß. Ganz einfach durch die enorme Fruchtgröße, wenn man sich das hier anschaut, ist eigentlich jeder Apfel, egal wo er am Baum angeordnet ist, wirklich großfruchtig und auch mit einer sehr guten Festigkeit. Brillant ist gut lagerfähig, schorfresistent, bringt ein angenehmes Zucker-Säure-Verhältnis mit und ich schätze diese Sorte im Ertrag als sehr stabil ein. Denn Brillant hat einen hohen Blütenknospenbesatz, kombiniert mit einer guten Frostfestigkeit, das hat sich in diesem Jahr eindeutig gezeigt. Wir kennen eigentlich bei ihr kaum bis keine Schalenfehler, es hat im heurigen Jahr keine Frostzungen gegeben. Was wir aber hier auf dem Standort hatten, das war Hagel. Und ich kann mir zwar nicht ganz erklären, warum, aber hier stehen Brillant, Sissi, Vanessa und Festina und noch viele andere Sorten direkt nebeneinander. Und bei Brillant hat sich der Hagel etwas stärker ausgewirkt als zum Beispiel bei Festina, Vanessa oder Sissi. Vielleicht ist das bedingt durch das doch sehr starke Fruchtgrößenwachstum, durch den Zuwachs an der Frucht nach dem Hagelereignis. Was bei Brillant speziell auf diesem Standort auffällt, was wir auf anderen Standorten sonst nicht sehen, ist, dass auf den Blättern manchmal Nekrosen zu sehen sind. Wir führen das hier auf diesem Standort zurück, weil sich gleich hier nebenan ein großer Teich befindet und weil man das hier deutlich spürt, dass über den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein hier die Blätter deutlich länger nass sind, früh morgens, erst gegen die Mittagszeit wirklich abtrocknen, was sich zum Beispiel schon 100, 200 Meter weiter weg vom Teich deutlich ändert. Brillant ist schorfresistent, sehr großfruchtig, attraktiv in der Ausfärbung, sehr reichtragend und macht wirklich Spaß beim Verkaufen.
Brillant ist jetzt eine wirklich hervorragende Sorte, sowohl für den Erwerbsobstanbau als auch für den Hausgarten. Als spätreifer Abschluss in der Saison macht sie einfach wirklich Freude. Bei Sissi und Vanessa habe ich auch noch die Punkte Allergikerfreundlichkeit angesprochen. Festina und Brillant haben diesen Test leider, so wie die meisten Apfelsorten, nicht bestanden und sind, was das betrifft, einfach als normal einzustufen. Bei allen vier Sorten, die ich heute vorgestellt habe, kann man auch noch dazu sagen, dass Stippe eigentlich überhaupt kein Thema war. Bei anderen Sorten, die entweder erfroren sind oder zu Alternanz neigen, wie zum Beispiel Topaz oder Elster, sind auch viele Früchte nicht vermarktbar gewesen auf diesem Standort, weil sie stippig waren. Bei Brillant, Festina, Vanessa und Sissi haben wir das überhaupt nicht gesehen. In diesem Sinne wollte ich euch wieder ein Update geben, wie sich die Sorten im heurigen Jahr verhalten haben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim eigenen Apfelernten. Ich wünsche euch schöne Grüße aus der Wein- und Marienstadt Bolsdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.